Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ghost Empire Box von Caliban. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ghost Empire von Caliban, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 9. Album der Band. Wir haben hier eine Box im Querformat. Das Ganze ist noch eingeschweißt. Wir werden hier als erstes mal die Folie entfernen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier eine recht kompakte Box. Hier unten gibt es einmal einen Sticker, einen FSK 12 Hinweis. Bedeutet, wir werden hier auch eine DVD vorfinden. Wir schauen mal ganz kurz, ob sich der hier gut ablösen lässt. Ansonsten lasse ich ihn derweil noch drauf. Aber in meinen Augen ist das immer eine Beeinträchtigung der Optik. Ich bin generell kein großer Fan von sowas. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man sowas mit Sticker löst, denn dann hat man die Möglichkeit, das hier abzuziehen und ist auf jeden Fall eleganter gelöst, als mit einem Aufdruck. So, jetzt haben wir den Sticker entfernt, wunderbar. So sieht die Box aus. Hier rechts lesen wir den Albumtitel Ghost Empire und zwar ist der hier auf so einem, ja wie so ein Ortsschild, Welcome to Ghost Empire lesen wir hier. Dann hier der Bandname Caliban. Und hier sieht es ziemlich wild aus. Also das, so ungefähr stelle ich mir die Apokalypse vor. Alles hier voll von irgendwelchen Skeletten und Knochenresten und Schädeln. Und hier hinten irgendwie zertrümmerte, einstürzende Gebäude. Ja, hier ist nicht mehr allzu viel Leben zu erwarten. Caliban lesen wir hier. Auf der rechten Seite ist das Ganze in so einem verdreckten, vergilbten Design. Auf der linken Seite haben wir den Barcode. Und das Ganze ist erschienen über das Label Century Media Records. Caliban Ghost Empire. Und auf der Rückseite gibt es nochmal einen großen Schädel. Auch wieder hier in dieser vergilbten, verblichenen Optik. Dann haben wir die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks. Denn wir haben den Bonustrack, den Additional Track Falling Downwards. Und die DVD On Tour with Caliban 2014. Da ist die Frage, was das hier heißt. 2013 nehme ich mal an, nachdem das Album 2014 erschienen ist, wird das wohl 2013 heißen. Additional Contents, also die zusätzlichen Boxinhalte. Caliban Beanie, Patch, 3 Postcards, Signed A3 Poster. Okay, das Ganze exklusiv bei EMP erschienen. Dann schauen wir mal rein, hier aufzuklappen. Und wir kommen zum Inhalt. Als erstes haben wir hier die Mütze, Beanie, dann einen Aufnäher, einen Patch, 1, 2, 3 Postkarten, das Album an sich im Digipack inklusive DVD und ein unterschriebenes Poster. Von Indie Box in Schwarz, packen wir dabei mal zur Seite. Und nachdem hier eine Sache noch in Folie ist, nämlich die Kopfbedeckung, holen wir die gleich mal raus. So, wunderbar. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Auch hier haben wir wieder einen FSK 12 Sticker. Es freut mich, dass man das hier auch mit einem Sticker gelöst hat. Wie gesagt, den kann man dann hier wunderbar abmachen. Und dann hat man hier nicht so einen nervigen Aufdruck drauf, weil diese Aufdrucke, die kann man ja dann wirklich nicht entfernen und muss sein Leben lang mit denen, unter denen leiden. Jetzt haben wir hier noch so einen minimalen Kleberrest. So, ich glaube, das haut hin. Ja. Hier lesen wir wieder das gleiche wie auf dem Boxcover. Das Cover ist nämlich ident. Auf der Seite Caliban Ghost Empire und hier unten das Label sowie eine Katalognummer und auf der Rückseite wieder die Tracklist und auch noch mal die DVD, die Beteiligten und ein Barcode ist mit drauf. Ja, auch hier sieht es ziemlich nach Apokalypse aus.
Dann schauen wir mal ins Innenleben. Hier gibt es einmal wieder den Totenkopf. Und dann haben wir hier als erstes, bevor wir zum Booklet kommen, einen Flyer. Also die haben hier einen Webshop, cmdistro.com. Also ich gehe mal davon aus, CM steht für Century Media. Das sind alles Sachen, die es eben bei dem Label hier zu erwerben gibt. Dann haben wir das Booklet. Das wurde hier tatsächlich eingeklebt. Okay, ich dachte, es wäre so eingesteckt, eingeschoben. Nein, man kann es hier nicht entfernen. Es ist in der Mitte fixiert. Also hier wirklich angeklebt, die letzte Seite. Okay, wir haben hier die ersten Infos, die ersten Lyrics. Also, jeder Track hat hier eine eigene Seite mit den Lyrics drauf. Wunderbar. Wie wir sehen können, was wirklich spannend ist, hier zum Beispiel Wolves and Rats auf Englisch, aber hier haben wir dann auch wieder einen Track auf Deutsch, nämlich Nebel. Also ein bilinguales Album, Deutsch und Englisch, das gibt es recht selten. Dann ein Foto der Band, hier die fünf Herrschaften zu sehen. Weitere Tracks, weitere Lyrics. Hier geht's sehr textlastig zu. Und zum Abschluss haben wir dann noch die Credits zum Album sowie umfangreiche Danksagung und Grüße. So, dann noch ein paar Fotos. Und dann geht's hier weiter mit den Infos zur DVD. Das ist auch wieder spannend. Also man hat hier auch wieder den Englisch und deutschen Weg gewählt. Meine besten Calibanos, my dear Calibanos, also die Infos hier sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zu lesen. Dann jede Menge Fotos, die eben zur DVD gehören. Also so ein paar Eindrücke, wie es so war auf Tour. Okay, also alle Fotos hier in Schwarz-Weiß, aber davon jede Menge. Dann haben wir die Album-CD, die ist hier links. Die sieht so aus, auch hier wieder ziemliches Schlachtfeld zu sehen. Auf der Rückseite gestrandete, angespülte Schiffswracks. Und auf der rechten Seite ist dann die DVD zu finden. Dieser haben wir, wie gesagt, den FSK 12 Sticker zu verdanken. Und hier gibt es dann nochmal einen Raben. So, das war's zum Album und zur DVD. Wir packen auch wieder diesen Flyer rein. Also, das Ganze im Digipack. Dann haben wir die Kopfbedeckung, die Mütze, den oder das Beanie. Und zwar kommt er hier in so eine Mischung aus Olivgrün und Grau. Hier lesen wir einmal CLBN, also Caliban und GHSTMPR Ghost Empire. Dann schauen wir mal rein. So sieht das Ganze aus. Also einfärbig. Und wir haben es hier zu tun mit One Size, also Einheitsgröße in allen Boxen gleich gewesen. Myrtle Beach Headgear. Und das Ganze ist 100% Polyacryl und Made in China. Grüße gehen raus. Dann packen wir die Box, das Beanie wieder zur Seite. So, kommen zu den drei Postkarten. Und zwar sind diese hier alle drei im Querformat. Einmal das hier, also das vom Artwork des Albums, diese apokalyptischen Szenen hier mit dieser Vogelscheuche. Sogar die trägt hier eine Gasmaske. Dann einmal hier. Four words from a thousand lips. We are the apocalypse. Also Caliban Live-Auftritt hier zu sehen. Und das dritte auch wieder diese Szenen hier aus dem Artwork. Passend hierzu. Ja, das sieht echt ziemlich trostlos aus. Auf den Rückseiten das Ganze in diesem Postkartendesign. Also hier kann man das entsprechend dann versenden, wenn man möchte. Und sie sind auch alle drei so auf Hochglanz. Dann haben wir einen Patch. Der Patch zeigt auch wieder das Albumcover. Das kennen wir ja schon. Dann hier noch mit so einem schwarzen Rand vernäht.
Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Poster. Das Poster ist einseitig bedruckt im Querformat. Und natürlich, wie sollte es anders sein, auch hier wieder das Albumcover. Aber nicht nur das, wir haben hier tatsächlich auch Unterschriften. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Bedeutet, alle 5 Bandmitglieder, alle 5 Herrschaften haben hier unterschrieben. Andreas, Dennis, Marc, Marco und Patrick. Alle 5 Unterschriften hier mit silbernem Stift. So sieht das aus. Das sind auf jeden Fall originale Unterschriften und nicht einfach aufgedruckt. Und wie gesagt, die Rückseite blank weiß. Also einseitig bedruckt im Querformat. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Querformat mit allen 5 Unterschriften einseitig bedruckt. Dann haben wir den Patch quadratisch. Die 3 Postkarten, auch alle 3 im Querformat. Die Kopfbedeckung, diese Mütze hier, dieser Beanie mit dem kleinen Aufnäher hier, Caliban Ghost Empire. Und natürlich das Album an sich hier im Digipack mit insgesamt 13 Tracks und der DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Ghost Empire von Caliban. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Caliban unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.